war's das. Da liegt noch einer. Also dieser Ringsrum-Kampfstil ist echt genial. Ding der Knochen? Nee, das ist ein Stuhl. Okay, also Vincent ist auf unserer Seite. So wie wir auf seiner Seite waren. Das finde ich sehr schön. Hey, ihr drei. Geralt, wir haben auf euch gewartet. Seid gegrüßt. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Mhm. Wurde schon was entschieden? Der Orden ist offenbar zur Zusammenarbeit bereit. Wir werden dieses Übel in Vizima ein für alle Mal ausrotten. Manchmal kommt es innerhalb des Ordens zu Missverständnissen. Aber so wie ich das sehe, müsste jetzt klar sein, was wir zu tun haben. Missverständnisse? Egal, offenbar sollen wir auf magische Weise irgendwo hintransportiert werden. Was? Triss, teleportiert euch und Siegfried zum Stützpunkt der Salamandra. Ihr öffnet den Rittern das Tor. Wann? Das muss noch entschieden werden. Still! Ich höre Schritte. Ist man mir gefolgt? Das Tor ist verschlossen. Aufmachen! Im Namen von König Foltest und der flammenden Rose! Ach, er das wieder! Das ist Devet, der verräterische Mönch. Eine Schmach für unseren Stand. Das habe ich so nicht geplant. Siegfried, ich weiß, ihr treibt euch mit dieser Hexe herum. Ihr seid erledigt. Triss, könnt ihr uns sofort transportieren? Ist das klug? Das könnte unsere einzige Chance sein. Alkimbaga Hara. Ich kannte einen Ritter, der wurde beim Teleportieren zu Suppe. Ich zähle bis drei. Ihr seid am Arsch, Siegfried. Suppe? Vielleicht. Geil. Dark Ambra, der Hadrian. Suppe. Suppe. Ich kann nochmal. Freunde, das ist so geil. Suppe. Alter. Suppe. Wie er es halt doch wiederholt, ne? Toll, jetzt sind wir hier irgendwo aufgeploppt. Hallo? Diesmal hat es die Zauberin übertrieben. Ja, vielleicht ein wenig. Besser hier als wieder auf so einem Empfang. Stimmt. F5. Moment, Suppe? Echt jetzt? Zu Suppe? Es ist dieser Hexer. Sie sagen das ganz schön locker dafür, dass wir alle anderen Salamander schon gekillt haben. Sterb, Pisskopf! Er hat wieder Pisskopf zu uns gesagt. Stirb doch selber. Hier hinten ist schon der Nächste. Ihr wagt es, die Salamandra herauszufordern? Oh ja. Also ich habe das Gefühl, der Diamantenstab hat echt was gebracht, Freunde. Schön, schön, schön. Okay. Ein paar Stockbetten. Ein Beutel. Tja. Ich hoffe, das hat keiner gehört. Moment mal. Eigentlich sollte ich nicht allein sein. Nee, eigentlich nicht. Da ist dicht. Wo sind Siegfried, Leuwarden und Triss? Siegfried! Wir dürfen keine Zeit verlieren. Siegfried! Öffne das Tor und lass den Orden ein. Und wo ist Triss? Sie ist zurückgeblieben, um sich um diesen durchgeknallten Devet zu kümmern. Sie trug mir auf, euch zu warnen, dass Azar dank eines Buches immense Macht erlangt hat. Ich kenne die Geschichte. Wollt ihr es allein mit dem ganzen Stützpunkt der Salamandra aufnehmen? Irgendeine Idee?
Die Salamander betreten ihren Stützpunkt durch ein magisches Portal. Verdammte Elfenmagie. Können wir es benutzen? Triss behauptet, ein Stein der Macht kann es aktivieren. In der Höhle, dort rechts, gibt es etwas. Okay. Wir müssen lernen, das Portal zu aktivieren, damit wir die Ritter des Ordens hereinlassen können. Ich sollte das Portal aktivieren. Das ist nicht gut. Hallo? Komm mal da nicht hin? Hä? Ach, hier lang. Verteidigt euch! Miststück! Ich bin ein Ifrit! Siegfried, mach mal den Ifrit weg! Ifrit! Jo, Ifrit! Nanu? Irden, Zeichen, Identität. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir machen keinen Irden. Prohibiter, Liste verbotener Artefakte, Ars Magica. Alvaros Portal, benannt nach einem Entdecker inmitten der Elfenruinen unter Vysima. Eines der wenigen stabilen Portale, auseinandergenommen und verborgen, als die Magier durch König Foltest aus Vysima verbannt wurden. Siehe Tanet-Insel Zwischenfall. Man vermutet, dass das Portal durch einen Stein der Macht aktiviert wird. Sowas haben wir aber nicht. Da ist einer. Ah. Müssen wir dahinter oder wohin müssen wir denn? Vermutlich F5. Und dann rennen wir halt mal rein, oder? Tötet ihn! Tot! Ich sehe Asayave. Ich reiß euch die Eingeweide raus. Ich mach euch zu Suppe. Ihr seid tot. Mir nach. So, der erste Ifrit wäre dann soweit erledigt. Zumindest so gut wie. Stopp halt! Na geht doch. Ifrit! Ifrit tot. So, F5. Ganz gut gelaufen eigentlich, muss ich sagen. Ah, wo sind die ganzen Leichen? Liegt ein einzelnes temerisches Stahlschwert. Sollen wir das nehmen? Ist das vielleicht ein besseres? Na, da wollte ich hin. Wir alle kennen die Situation. Ach, eine Stahlaxt, kein Schwert. Na gut. Hammer das Ding auch wieder. Da ist ein Stuhl. Gespeichert Hammer. Schwalbe Hammer auch. Ich tue mal nochmal speichern, dass wir den Loot nicht nochmal einsammeln müssen, falls wir drauf gehen. Ihr habt keine Chance. Das werden wir sehen. Meine ganze Armee könnt ihr nicht besiegen. Das sehen wir. Ihr habt keine Chance. Das werden wir sehen. Meine ganze Armee könnt ihr nicht besiegen. Hä?
Wieso passiert das? Wir alle kennen die Situation. Was müssen wir jetzt mit dem Stein machen, Freunde? Schaut mal, da hinten ist ein Punkt. Ach, je. Ich glaube, das hätten wir vorher benutzen sollen. So, dass uns die Armee bei Azar hilft. Das sind aber viele Leute. Das sind gleich drei. Das ist ja unglaublich spannend. Jetzt sehen sie auf einmal anders aus. Okay, wir haben das Portal aktiviert und die Barriere ist jetzt hier deaktiviert. Verstehe. Weißer Wolf. Hallo. Wir haben euch erwartet. Schau mal, der hat Brüste. Ich sehe, wir sind alle hier. Gut. Bringen wir es zu Ende. Ihr habt aus unserem letzten Treffen nichts gelernt. Selbst Siegfried von Denesle folgt euch durch dick und dünn. Alles verläuft gemäß dem großen Plan. Solltet ihr weise sein, könnt ihr seine Verwirklichung erleben. Und wenn ich mich weigere? Hexer sind schlichte und sentimentale Gemüter. Macht euch nicht lächerlich, Geralt. Schlichtheit steht euch so gut wie eine Faust der Nase und Sentimentalität sogar noch weniger. Und überhaupt, für wen kämpft ihr? Volltest? Einen Monarchen mit mehr Sünden auf dem Gewissen als lange Wörter im Vokabular des Professors? Volltest schwängerte seine eigene Schwester und ließ seine Brut jahrelang die Bürger der Stadt auffressen. Darüber hinaus ließ er es während des Krieges zu, dass Nilfgaard benachbarte verbündete Reiche plünderte und brandschatzte. Worauf wollt ihr hinaus, Javed? Wenn es nicht Volltest ist, wer dann? Die Loge der Zauberinnen? Ihr wisst nicht, was diese Nutten alles getan haben, um Einfluss auf die Nachkriegsabkommen zu nehmen. Die Umsiedlungen, Deportationen, die offene Frage der Skurriatell und anderes. Und eure brillante Schlussfolgerung? Die Salamandra sind nicht böse. Nicht böser als all jene, die gewillt sind, ihr Schicksal selbst zu bestimmen. Wenn die Salamandra nicht die Inkarnation des Bösen sind, was ist dann Javed? Unmoral, Vergewaltigung, Mord, Verrat. Wie würdet ihr so eine Kreatur nennen? Zukunft, Evolution oder Schicksal? Ja, vergiss es. Auf so eine Zukunft verzichte ich gern. Mhm. Lieber kämpfe ich gegen einen Albtraum und sei es hoffnungslos. Erinnert ihr euch an das magische Buch aus dem Turm im Sumpf? Seht einige nützliche Zauber. Von einem Hexer hätte ich eine größere Herausforderung erwartet. Professor, gehen wir, solange die Barriere noch steht. Oha, das war ja... Was ist das denn? Ich habe das Scharmützel im Sumpf verloren. Javed hat sich mit dem Buch davongemacht. Das war der wahre Anfang unseres Konflikts. Mhm. Javed ist zwar wieder entkommen. Alles in allem sieht es aber recht günstig aus. Drei Stützpunkte der Salamandra ausradiert. Neue Verbündete gewonnen. Und den Professor zum Nachtisch. Eigentlich suchen wir ja nur unsere Hexergeheimnisse. Ich hätte nicht... Geralt, seid ihr wohl auf? Was ist passiert? Was für ein Hieb. Ein Wunder, dass ihr noch lebt. Ich lebe. Der Professor ist entkommen und diese Barriere versperrt uns den Weg. Ich werde ihn finden. Okay. Wir müssen sie schnappen, Freunde. Wir speichern gleich mal, dass wir uns das alles nicht nochmal anhören müssen. Es sei denn natürlich, ihr wollt, dann spult zurück. Kikimoan. Die tun uns gar nichts. Ihr fordert die Salamandra heraus. Die schon.
werde euch töten. Diese Schwalbe wirkt nicht mehr. Äußerst ungünstig. Brauchen wir eine neue? Toxität passt hoffentlich. Ja, locker flockig. Eine Schwalbe. Und was zu essen. Wir sind da natürlich jetzt mit halber Energie reingerannt. Das ist äußerst ungünstig. So. So. Hmm.